Schau mal, es ist soweit. Möchten Sie bitte für die empfangenen Sachen quittieren? Sie haben hier 26 Mark Eigengeld und 358 Mark Arbeitsbelohnung. Wollen Sie mal quittieren? Einmal hier und einmal da. $100, $200, $350, $370, $380, $384 Mark. Wenn Sie Probleme haben, sprechen Sie alles mit Ihrem Bewährungshelfer durch. Der kümmert sich um Sie. Hier ist Ihr Entlassungsschein. Er gilt als Ausweis bei Behörden und bei den Stellen der freien Wohlfahrt. Also nochmals, alles Gute dann. Erich. Immerhin weißt du noch meinen Namen. Hast du vergessen, was ich dir gesagt habe? Hau ab, lass mich in Frieden. Ist das der Neue? Was dagegen? Allerdings. Das ist meine Wohnung, also verschwinde. Was ist? Hast du offene Beine? Hau ab, bevor ich dich aus dem Fenster schmeiße. Erich, sei vernünftig. Misch dich nicht ein! So, und jetzt gehen wir, mein Junge. Klar? Horst, hör auf! Na, versuch's doch, komm her. Noch einen Schritt weiter und ich poliere dir die Fresse. Horst! Bitte nicht! Sie hat so gehofft, dass du noch kommst. Ich hab doch nicht gewusst, wie krank Mutter war.
Arnold Matowski, Kriminalhauptmeister, verheiratet, zwei Kinder. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Aufgrund einer Sondergenehmigung weiter im Dienst. Eberhard Seidel, Junggeselle, Kriminalobermeister. Benjamin im Sonderdezernat K1. Ich wollte dir nicht wehtun. Kriminalobermeister Theodor Beer. Nicht nur glücklich, sondern auch wohlhabend verheiratet. Keine Kinder. Frau Beer ist Inhaberin einer Kette gutgehender Frisiersalons. Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, verheiratet, ein Kind. Ein altgedienter, routinierter Praktiker. Das Verbrechen ist offensichtlich nur dadurch entdeckt worden, dass der Sohn, der erst kurz vor der Beerdigung aus den USA hier eintraf, seine tote Mutter noch einmal sehen wollte. Ja, ganz schönes Ding. Ein paar Stunden später und der Sarg war eingebuddelt gewesen. Matowski? Alles klar, Herr Rottenberg, vollkommen klar. Ja, nur den Täter müssen wir noch schnappen, möglichst bis Mittag. Nein, nein, Bär ist auch schon da. Wir gehen die Sache in kompletter Besetzung an. Ja, Ende. Sieh dich gar nicht erst aus. Muss gleich zur Gerichtsmedizin. Bis wie lange wollt sich denn noch daran festhalten? Wie lange? Stellt sie ab, das Ding abstellen. Sie wollen doch schon gestern damit fertig sein. Das war mehr, als ich dachte. An Ihrer Stelle würde ich mal eine Pause weniger machen. Moment. Was sollen die da tun? Ich kann überall arbeiten. Stehen Sie nicht rum, machen Sie endlich weiter. Hey, Meister. An Ihrer Stelle würde ich erst mal meine Stundenzeit unterschreiben. Dann geben Sie her, holen Sie ihn sich nach Ihrem Büro ab. Unterschreiben Sie schon. Erstmal lese ich ihn. Dazu brauche ich meine Brille. Schmeckt's? Ja, danke, prima. Komm, ich schenk nach. Mama, sag mal. Kannst du mir vielleicht 50 Mark leihen? Ich bin völlig blank. Kriegst du am Freitag wieder. Junge, was machst du nur mal mit deinem Geld? Lass mich nachsehen. Ja, es geht gerade noch. Aber Freitag brauche ich es wieder, unbedingt. Kannst du dich drauf verlassen. Hast du meine Brille gesehen? Sag mal, gibst du ihm schon wieder Geld? Ich krieg das ja zurück. Am Freitag kriegst du es wieder. Rein zurückgeben können wir. Bitte, Erwin, sei doch nicht so. Sei doch nicht so. So wird er nie lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir haben sich so dicke, wie du glaubst. Ich hab doch gesagt, dass ich das wiedergebe. Mein Gott. Hier, behalt doch dein Geld. Ich find schon jemand, der mir aushilft. An deiner Stelle würde ich mal mit einem kleineren Wagen versuchen. Das ist doch wohl meine Sache. Das ist mein Geld. Er steckt doch da. Der Mann verstarb an innerer Verblutung. Es fanden sich 3 Stichverletzungen. 2 davon nicht unbedingt lebensgefährlich. Der 3. Stich hat die 4. Rippe zersplittert, die linke Herzkammer breit eröffnet. Die Form der Stichkanäle deutet darauf hin, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer, wahrscheinlich einen zweischneidigen Dolch, handelt. Ja. Na, das wäre das, was ich Ihnen im Augenblick sage. Na ja, schön. So ist ein Dolch. Ja. Wenn der Leichenwagen kommt, lasse ich ihn in den Hof fahren. Dort wird abgeladen. Dann tragen die Leute den Sarg hier rein und verschwinden wieder. Verstehen Sie? Na ja, natürlich ist da nicht viel zu verstehen. Na und was passiert dann? Hier passiert gar nichts. Darauf können Sie sich verlassen. Na und wer hat außer Ihnen noch Schlüssel? Hier ist Tor draußen und hier für die Aufbahrungshalle. Kein Mensch. Die habe ich immer bei mir, immer in der Tasche. Wenn ich schlafe, liegen sie auf meinem Nachttisch. Meine Schlüssel kommt niemand ran, verstehen Sie? Gibt es Ersatzschlüssel? Die gibt es, aber an die kommt auch niemand ran. Die sind in der Schreibtischschublade im Büro. Ist der Idiot weg? Mein Gott, hast du mich erschreckt. Du, Mama, kann ich es jetzt haben? Das Geld meine ich. Du bringst mich noch in Teufelsküche. Er kann jeden Augenblick zurückkommen. Ich muss es dann wieder ausbaden. Du hast doch was Schönes geheiratet. Fang nicht wieder damit an. So Unrecht hat er auch gar nicht. Natürlich, natürlich. Tu nur immer alles schön, was er sagt. Du bist zu blöd, Mama. Schrei ja nicht so rum. Oder willst du, dass er dich hört? Wieso, wo ist er denn? Draußen bei den Polizisten.
Ja, da ist irgendetwas passiert. Was Schlimmes, glaube ich. Kommt rein, besser, ich hau ab. Das Geld, Ossi. Ach ja, stimmt. Danke, Mama. Bis Freitag, vergiss es nicht. Werde ich schon nicht. Wir müssen nämlich ins Büro, gehen immer durch die Wohnung. Komm, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Ärztin von der Polizei, das ist meine Frau. Ja, ich weiß, Ihre Frau hat mir vorhin gesagt, wo ich sie finde. Hier links. So, das werden wir gleich haben. Ja. Was habe ich gesagt? Naja, dann geben Sie mal Ihre Schlüssel. 20 Jahre verwalte ich diesen Friedhof hier. Noch nie hat es die kleinste Unregelmäßigkeit gegeben. Kommt sich ja vor wie ein Angeklagter, als ob man weiß Gott was ausgefressen hätte. Herr Heinecke, die Schlösser sind unversehrt, verstehen Sie? Wir müssen uns überzeugen, bei uns ist der Sarg nicht angerührt worden. Wenn da was drin war, was nicht reingehört, dann muss das vorher passiert sein. Ja, ich war selbst Zeuge, als man die Verblichenen in den Sarg gebettet hat. Wo war das? Im Trauerhaus. Damals wusste niemand, dass der Sohn seine Mutter noch mal sehen wollte. Der Sarg wurde in meiner Anwesenheit ordnungsgemäß verschlossen und sofort zum Friedhof transportiert. Mhm. Sind Sie mitgefahren? Nein. Aber unsere Leute haben den direkten Weg genommen. Sie können das Fahrtenbuch sehen. Ja. Ich möchte noch einmal betonen, dass mein Institut in keiner Weise für den bedauerlichen Vorfall verantwortlich gemacht werden kann. Ja, natürlich, Herr Eisenberger. Waren für ein Mensch? Ein Einzelgänger. Es gab nie Ärger mit ihm. Er hat sich gut geführt. Wer hat ihn besucht? Moment, da habe ich die Besucherkarte. In den 3,5 Jahren hat er nur 2 Besucher gehabt. Ihren Kollegen Wolfhardt vom Morddezernat. Was wollte der denn von ihm? Er hat schon mal 2-mal vernommen in meiner Gegenwart. Ja, das war übrigens kurz nach seinem Strafantritt. Wolfhardt hat damals den Hinweis bekommen, dass Schamai etwas mit dem Banküberfall in der Hamburger Straße zu tun haben könnte. Hamburger Straße? Ah ja, das war vor 4 Jahren, nicht? Genau. Und der andere Besucher? Warten Sie. Seine Freundin, Heidmann Vera, in den ersten 6 Monaten, da war sie öfter da, aber dann hat sie sich nicht mehr sehen lassen. Das heißt, eine Woche vor seiner Entlassung, da war sie noch mal da. Hat eine Entlassungsadresse angegeben? Vera Heidmann, Bremer Reihe 24. In der ersten Zeit haben Sie Ihren Freund Schamait regelmäßig besucht. Na und? Ist doch nicht verboten, oder? Natürlich nicht. Aber warum sind Sie dann plötzlich weggeblieben? Warum wohl? Dreimal dürfen Sie raten. Ein Mann im Knast ist auf die Dauer verdammt langweilig. Und wer ist der glückliche Nachfolger? Das wissen Sie doch. Bode. Horst Bode. Wer denn sonst? Bin ich so eine, wie Sie vielleicht meinen. Heute der, morgen der. Ich bin ziemlich bald zu ihr gezogen. Oh. Übrigens, ich bin ordnungsgemäß gemeldet. Da stimmt alles. Ja. Und wo haben Sie sie kennengelernt? Wir arbeiten im selben Laden. In der Malaga-Klause. Sie hinterm Tresen. Ich als Kellner. Ah. Ich würde mal sagen, das ist ein Rauschmeißer. Als Kellner. Ich habe das gelernt. Bin jahrelang als Steward zur See gefahren. Naja, wenn er da Putz macht, wenn er meine Gäste anpöbelt, dann helfe ich schon mal nach. Ich mache das nicht gern, aber das gehört zu meinem Job. Ja, so ungern machen Sie das wohl auch nicht. Sie sind als Schläger bekannt, Herr Bode. Und warum haben Sie dann Erich Schamait plötzlich wieder besucht, kurz bevor er rauskam? Warum wohl? Weil ich für klare Verhältnisse bin. Muss ein ziemlicher Schock für ihn gewesen sein. Überhaupt nicht. Hab mich 3 Jahre nicht blicken lassen, da wusste er Bescheid. Herr Erich war doch nicht bescheuert. Und trotzdem hat er als Entlassungsziel Ihre Adresse, diese Wohnung hier, angegeben. Wieso? Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht erklären, wirklich nicht. Frau Heidmann, wann haben Sie Schamait zum letzten Mal gesehen? Wir haben ein paar Zeugen,
die ihm am Montag im Treppenhaus begegnet sind. Frau Heidmann, das ist keine billige Sache hier. Hier geht's um Mord. Also, war schon mal hier, am Montag. War Scharmeid am Montag hier? Ja. Hübsche Sammlung. Freut mich, wenn sie Ihnen gefällt. Habe ich von meiner Reise mitgebracht. Es hat neulich hier gehangen. Oh. Ja. Keine Ahnung, weiß nicht. Vielleicht ein zweischneidiger Dolch. Ein Dolch? Also hat da einer gehangen oder nicht? Wie kommen Sie denn darauf? Weil nämlich Scharmeid mit so einem Ding ins Jenseits befördert wurde. Also, was ist denn, Herr Bode? Kannten Sie Scharmeid oder nicht? Als ich hier einzog, war er im Knast. Ja, aber letzten Montag ist er rausgekommen. Tut mir leid. Ich bin ihm nie begegnet. Sie haben ein schlechtes Gedächtnis, Herr Bode. Ihre Freundin hat uns gerade das Gegenteil erzählt. Scharmeid war hier, hier in der Wohnung. Und Sie auch. Das doofe Stück. Na gut, er war hier. Und? Er wollte Rabatz machen. Da habe ich ihm was aufs Maul gehauen. Eben Dolch. Ich. Er hatte ihn. Plötzlich hat er ihn von der Wand gerissen und ist damit auf mich los. Ah, jetzt verstehe ich. Sie haben miteinander gekämpft und dabei ist es dann passiert. Also Notwehr. Ach, ist doch alles Scheiße, was Sie hier sagen. Ich habe eine Kristallkaraffe genommen und ihn damit aus der Wohnung gedrängt. Ja, ja. Einfach so. Ja, ja, einfach so. Er hat einen Dolch in der Hand gehabt und ist damit rückwärts aus der Tür. Ah ja. Und dann ist er die Treppe runtergefallen und hat sich einen Dolch in den Bauch gerammt. Und das 4-mal hintereinander. Malaga-Klausel? Ja, Moment, ich hole ihn. Heinz Glede hier. Ich lese gerade, Scharmeid hat Pech gehabt. Was? Ja, wäre fast ein perfektes Begräbnis gewesen. Was ich will. Sein Anteil will ich. Also noch einmal gut zu, ja? Ein Anruf von mir und du kriegst eine Menge Ärger an den Hals. Oder hast du den Kassierer schon vergessen? Scharmeid kommt jetzt noch dazu. Quatsch nicht so einen Scheiß. Bis morgen will ich mein Geld. Bis morgen Nacht. Ich ruf dich an. Natürlich habe ich einen Schlüssel zum Friedhofstor. Auch zum Hof. Irgendwie muss ich mit dem Ding hereinkommen. Auch zur Aufbahrungshalle? Nee, den hat ein Heinecke. Arbeiten Sie schon lange hier? 3 Monate. Mhm. Und vorher? Auf dem Fruchthof. Hab dann Gabelstapler gefahren, aber nur ein paar Wochen. Hier bleibe ich auch nicht länger. Wieso nicht? Mir gefällt die Umgebung nicht. Menschen, stehen Sie schon wieder rum. So werden Sie doch nie fertig. Meine Schuld. Ich habe nur ein paar Fragen gestellt. Ach, hören Sie doch auf. Dem ist doch jedes Mittel recht, was ihn von der Arbeit abhält. Wenn er nur quatschen kann. Langsam. Kommt er oft hierher? Ganz selten. Er wohnt draußen in Wilhelmsburg. Wo denn da? Buchenweide 5. Ich danke Ihnen für den Kaffee. Da nicht für. Ach so, ja. Also, wie heißt denn eigentlich Ihr Sohn? Lipp. Oswald Lipp. Mein erster Mann hieß Lipp. Wiedersehen, Frau Heinecke. Wiedersehen. Ja, was ist denn los? Hat er Sie rausgeschmissen? Nee, noch nicht. Aber mir ist da gerade was eingefallen. Ja, dann schießen Sie mal los. Also, was ist denn? In der Nacht, als die Sache passiert ist mit dem Sarg, da bin ich hier vorbeigekommen.
Da stand ein Wagen direkt vom Tor zur Aufbahrungshalle. Ja, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Der Wagen war leer und der Motor lief. Die Nummer. Wissen Sie die Nummer? Naja, ich mir nicht gemerkt. War ein Opel. Blau, glaube ich. Vielen Dank. Vielleicht hilft das weiter. Ich kann doch den Hals nicht vollkriegen. Dauernd was Neues. Und ich? Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch, doch. Ich habe jedes Wort gehört. Ja, wir öffnen um 18 Uhr. Und um 5 Uhr früh machen wir dicht. Jeden Tag? Jeden Tag. Na, aber wenn es ruhig ist, dann schließen Sie das sicher mal früher. Hier ist es nie ruhig. Meistens haben wir sogar Mühe, die letzten Gäste an die Luft zu setzen. Darf es noch was sein? Vielleicht ein Schnaps? Auf Kosten des Hauses natürlich. Nee, nee, danke. Aber vielleicht noch ein Kaffee auf eigene Rechnung? Sagen Sie, Herr Rieckhoff, könnte einer Ihrer Angestellten während der Arbeitszeit für ein paar Stunden verschwinden, ohne dass Sie das wissen? Der Kellner zum Beispiel? Ausgeschlossen. Hier wird jeder gebraucht. Das würde ich sofort merken. Aber Sie sind bestimmt nicht immer da. Oh, doch, immer. Ich bin höchstens zwischendurch mal im Büro, aber nie lange. Hast du schon mal mit dem Eisberg geschlafen? Da spielt sich nichts ab bei mir. Kannst du dir vorstellen, wie einem da zumute ist? Und ob ich kann. Mich friert richtig. Prost, Ex. Noch eine neue Flasche? Ja, bitte, ich habe einen irren Durst. Die war doch noch ganz voll. Komm, erzähl weiter. Ich höre dir irrsinnig gern zu. Wirklich? Ehrlich. Du bist prima. Kannten Sie Erich Schamann? Kennen ist zu viel gesagt. Er holte immer die Vera ab. Seine Freundin, Vera Heidmann. Die da drüben. Aber ganz verrückt nach ihr. Und die Heidmann, war die auch verrückt nach ihm? Weiß ich nicht. Für meinen Geschmack hat er sich ein bisschen schnell getröstet. Arbeiten Sie immer die ganze Nacht? Von irgendwas muss der Schornstein ja rauchen, ne? Das lag doch nicht hinten und nicht vorne. Sagen Sie mal, wem gehört denn der blaue Opel hier? Ihnen? Dem Chef, das ist ein Firmenwagen. Was? Ein Firmenwagen. Ah, ein Firmenwagen. Aber Sie können ihn doch benutzen, oder? Wozu? Ich hab doch meinen eigenen. Was denn für einen? Da draußen steht er. Was ist denn der rote hier? Ja, ja. Donnerwetter. Den habe ich billig geschossen. Das war ein Unfallwagen. Schönen Gruß übrigens von Ihrer Mutter. Sollten Sie öfter mal besuchen. Ich glaube, da hätte Ihr Mann was gegen. Was, Ihr Stiefvater? Das ist doch sehr nett. Ja, wahnsinnig nett. Das letzte Mal hat er mich rausgeschmissen. Wann war denn das? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch? Wie kommen Sie denn da drauf? Was haben Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gemacht? Gearbeitet? Ganze Nacht? So bis 12 ungefähr. Und dann? Ach ja, dann hat mich der Chef eingeladen noch. Wir haben noch zusammen einen zur Brust genommen. So ungefähr bis 6 Uhr morgens. War schon hell, als wir rauskamen. Sie können ihn ja anrufen, wenn Sie wollen. Ja, das tue ich auch, Herr Lipp. Wiedersehen. €30 für diesen Mantel. 30 Mark? Du hast ja wohl nicht alle. Na, im Leihhaus kriege ich schon 15. Geh doch ins Leihhaus. Quatsch uns nicht an. Na gut, gib mal 20. Lass uns in Ruhe los, zieh Leine. Na, Junge, ich mach doch nicht sowas mit mir. Ihr kennt mich doch. Ich hab noch niemand beschissen. Hab ich schon jemand aufs Kreuz gelegt? Das kann keiner von mir behaupten. Na, tu mal den Gefallen, zieh ihn wenigstens mal an. Du wirst staunen, wie leicht er ist. Ich hab dir gesagt, du sollst dich hier nicht mehr sehen lassen. Ich hab doch bloß mal reingeguckt. Das war das letzte Mal. Wenn ich dich noch einmal hier erwische, kriegst du ein paar Geballerten. Jetzt hau ab. Moment, ich gehe ja schon. Mein Mantel. Dein was? Mein Mantel. Wo ist denn den hier? Das ist meiner. Er wollte ihn an uns verscheuern. Wie bist du an den Mantel gekommen? Der ist nicht geklaut. Den habe ich geschenkt bekommen. Ich habe noch nie was gestohlen. Schrei hier nicht so rum. Was ist denn? Er wollte den Mantel hier verkaufen. Und? Schmeiß ihn doch raus. Das ist der Mantel von Scharmheit. Bist du sicher? Aber natürlich. Den hat er angehabt, als er bei mir war. Er hat ihn jetzt selbst gegeben. Scharmheit hat ihn mir geschenkt. Vor oder nach seinem Tod?
Was? Ihr denkt doch nicht, dass ich etwa? Das ist doch Quatsch. Ich war sein Freund. Er hat mir selbst gegeben. Ich will auf die Stelle blind werden, wenn das nicht so war. Natürlich, kein Mensch denkt an sowas. Komm, setz dich an die Theke, lass dir einen Schnaps geben. Wirklich? Und? Mach schon. Wir müssen die Polizei anrufen. Wissen wir? Schamhardt ist ermordet worden. Bode? Der kommt ja doch wie gerufen. Was? Was meinen Sie? Was wohl? Sie können also bestätigen, dass Lipp... Kurt. Sie können also bestätigen, dass Lipp mit Ihnen in dieser Nacht gearbeitet hat. Ah ja. Und wann war Schluss? Na ja, vielen Dank, das war's. Hallo? Ich schicke Ihnen morgen jemand, der das zu Protokoll nimmt. Ja, wiederhören. Lipp können wir streichen. Der war mit seinem Chef zusammen. Hat ein Alibi. Ein richtiges Festes. Ganz dicht. Nicht dran zu rütteln. Glaube ich nicht. Da passt zu viel zusammen. Da ist doch ein Haken bei. Und dann biegen gerade. Matowski, ich hab doch... Ja, sag mal, weißt du, wie spät es ist? Also, bitteschön, stell durch. Aber der Mantel hat dem Schamheit gehört. Versuchen Sie ihn aufzuhalten, es kommt gleich jemand rüber. Noch einen Schien. Noch einen? Oder merkst du plötzlich keinen? Ich? Natürlich, immer. Sie kennen mich doch. Nur, Was nur? Ein bisschen komisch ist das alles. Wieso? Wenn ich früher gekommen bin, da hat mich der Hofhund immer rausgeschmissen. Und jetzt kriege ich plötzlich einen Schnaps. Einen nach dem anderen. Nicht einen nach dem anderen. Noch einen und dann ist Schluss. Moment, ich bin gleich wieder da. Grüßen Sie? Grüßen wohl. Gut, dass Sie kommen. Haben Sie angerufen? Ja. Er ist auf der Toilette. Hier. Den wollte er verkaufen. Und das ist Schamhardt seiner? Ja, mein Kellner meint das. Bode, komm mal her. Du hast doch gesagt, das ist der Mantel vom Schamhardt. Natürlich ist er das. Erkennt man doch gleich wieder. Hatte er ihn an, als er hier bei Ihnen war? Das ist sein Mantel. Na und? Verschwunden raus durchs Toilettenfenster. Dieser Kerl. Ganz schön gerissen. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich ihn festhalten wollte. Kennen Sie den Mann? Das war Bismarck Otto. Bismarck Otto? Das ist sein Spitzname, weil er meistens in den Bismarck-Anlagen pennt. Apollo Wermut. Kommen Sie mal eben mit, ich brauche die Personalbeschreibung. Nichts tot. Herr Rickhoff, können Sie mal umstellen? Ah ja, habe ich vergessen. Aber kommen Sie doch besser in mein Büro. Ist nix. Bleib mal sitzen. Aus dem Nickerchen wird heute nix, Otto. Nur mal schön hierbleiben. Komm. Na, komm schon. Komm.
Wo sind Ihre Papiere? Wann haben Sie Scharmer das letzte Mal gesehen? Na gut, wie Sie wollen, ich geb's auf. Wenn Sie sich unbedingt reinreiten wollen, ist das Ihre Sache. Ja, bitte. Verzeih, ich bin angerufen worden. Kommen Sie rein, Herr Rickhoff, wir warten schon auf Sie. Guten Abend. Herr Rickhoff, kennen Sie diesen Mann? Ja, das ist der Bismarck Otto. Ich meine, wissen Sie seinen richtigen Namen? Also, ich kenne ihn nur unter Bismarck Otto. Aber das war der Mann, der in Ihrem Lokal war. Natürlich. Erst vor ein paar Stunden. Ich habe selbst mit ihm gesprochen. Was hat er gewollt? Das habe ich doch schon gesagt. Er wollte den Mantel verkaufen. Diesen hier? Ja, das ist er. Wissen Sie, wem er gehörte? Ja, Scharmalt. Vielen Dank, Herr Rickhoff, dass Sie so schnell gekommen sind. Sie haben uns wirklich geholfen. Bitte, natürlich. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Rickhoff. Tja, dann wollen wir mal ein kleines Protokoll machen, was? Die Aussage eben dazu, ihr Schweigen, das reicht. Mann, 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 Mann. Mord in Ihrem Alter. Man lernt nie aus. Das war ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Möglich. Ich glaube Ihnen ja, aber... Warum verhaften Sie mich dann? Und nehmen mir meinen Flachmann weg? Ihren Flachmann? Ja, kleinen Reservekanister. Noch so viel drin. Sag mal, hast du ihm seinen Flachmann geklaut? Schnaps. Ich dachte, das sei Benzin fürs Feuerzeug. Riecht doch prima. Tut mir leid, war ein Versehen. Bitte sehr. Warum haben Sie es nicht früher gesagt? Den Mantel habe ich geschenkt bekommen. Von Scharmalt. Wo war denn das? Im Picasso. Da hat er gepennt. Er hat ein Bett neben mir gehabt. Aber nur am Montag, am Dienstag, am Abend kam er mit so einem Johnny an. Was waren drin? Echte Wodka. Da haben wir dann gefeiert. Was habt ihr denn gefeiert? Seine Erbschaft. Er hat eine Erbschaft gemacht. Mann, sag ich. Also, du hast eine Erbschaft gemacht? Ja, sagt er. Ein Haufen Kies. Na, ich sag, das ist immer dasselbe. Du hast einen Haufen Kies und ich habe nicht mal einen Mantel. Von mir aus kannst du ihn haben, sagt er. Da hat er mir ihn geschenkt. So war's. Ganz genau so war's. Wie lange hat denn eure Party gedauert? Das weiß ich nicht mehr so genau. Plötzlich steht er auf und will telefonieren. Mit wem? Das weiß ich. Er hat vorne am Schalter telefoniert. Dann ist er abgehauen. Aber die Flasche hat er da gelassen. Ja, der hat telefoniert. Wir lassen nur selten jemanden an den Dienstapparat ran. Aber Scharmalt durfte. Er war gerade aus der Haft entlassen, da machen wir schon mal eine Ausnahme. Ich habe selbst das Gespräch vermittelt. Wissen Sie zufällig die Nummer? Die Nummer? Mann, ich bin doch nicht Einstein. Aber ich erinnere mich, ein Lokal hat sich gemeldet. Und wie hieß es? Moment mal, wie war das noch? Irgendwas mit Klause. Malaga Klause? Richtig. Und um was ging es? Ich meine, haben Sie irgendetwas mitbekommen? Nein, 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 nichts. Ich hatte viel zu tun an dem Abend. Steht's. Vor 4 Jahren wurde Glede mehrmals wegen dem Banküberfall in der Hamburger Straße vernommen. Genau wie Scharmalt. Aber beiden konnte man nichts nachweisen. Aber sag mal, das sind doch irgendwie Parallelen. Parallelen, Parallelen. Also ich fasse einen Besen, wenn Glede ist tot, ein Unfall war. Plötzliche Herzschwäche, ausgerechnet im Tiefkühlraum. Ja, was ist?
Lady ist mit Chloroform betäubt worden, bevor er in der Kühlhalle erfroren ist. Das hat die Obduktion einwandfrei ergeben. Ist der Bulle immer noch beim Chef? Ja. Wenn ich länger im Büro zu tun habe, stelle ich das Telefon durch. Dann kann ich von dem Apparat sprechen. Die Anrufe kommen aber dann natürlich auch hier an, ne? Und am Dienstag war der Apparat hier zu Ihnen durchgestellt? Ja. Ich war gerade dabei, die Bons zu kontrollieren, da läutet's. Vera, die Heidmann, meine ich, wurde verlangt. Von wem? Eine Männerstimme war es. Namen hat er keinen genannt. Erkannten Sie Schamhardt eigentlich gut? Flüchtig. Hätten Sie seine Stimme wiedererkannt? Kaum. Ich habe ihn vor 4 Jahren zum letzten Mal gesprochen. Schön. Und wie ging's weiter? Da müssen Sie Vera fragen. Ich habe sie ans Telefon gerufen. Hierher? Ja. Aber ich war leider bei dem Gespräch nicht dabei. Schade. Sieh mal an, Herr Bode. Was machen Sie denn hier? Nichts. Putz die Gläser. Ich verstehe. Vielleicht können Sie Frau Heidmann sagen, dass ich Sie kurz sprechen möchte. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Aber ich kann doch unmöglich bei Privatgesprächen dabei bleiben. Natürlich nicht. Das habe ich auch nicht so gemeint. Ja, bitte? Frau Heidmann, Sie sind am Dienstagabend angerufen worden. Auf diesem Apparat. Mit wem haben Sie gesprochen? Mit niemand. Aber Vera, ich habe dich doch selbst ans Telefon gerufen. Hast du auch, das stimmt. Na bitte. Aber als ich den Hörer in die Hand nahm, war keiner mehr dran. Das ist doch nicht möglich. Es hat doch nicht mal eine halbe Minute gedauert, bis du hier warst. Eine halbe Minute oder nicht? Es war keiner mehr dran. Ich habe mit keinem Menschen gesprochen. Aber als ich rausging, habe ich doch gehört, wie du gesprochen hast. Ich habe nicht gesprochen, ich habe mich gemeldet. Was will denn der schon wieder von mir? Seidel. Eberhard Seidel. Aber du weißt doch, um was es geht, Vera. Solange der Mord an Schamhardt nicht geklärt ist, müssen wir eben ein paar Fragen beantworten. Ob uns das nur passt oder nicht. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Nur nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Also, ich werde noch verrückt hier. Ich weiß nicht, wer am Telefon war. Als ich den Hörer in die Hand nahm, war keiner mehr dran. Nur das Amtszeichen war zu hören. Er hatte schon aufgelegt. Wieso er? Na, der angerufen hat der Anrufer. Wer sonst? In dieser Wohnung ist nichts, aber auch gar nichts bezahlt. Alles auf Stottern. Möbel, Eisschrank, Fernsehen. Also mich würde das um den Schlaf bringen. Ja, Ihnen wahrscheinlich auch. Vielleicht war er deshalb Nachtwächter. Hm. Sieh dir das an. Pornosammlung. Frisch aus Dänemark. Ganz schön heiß. Und was würdest du machen, wenn du jede Nacht im Kühlhaus verbringen müsstest? Sag mal, warst du schon mal im Spielkassette von Monte Carlo? Nee, warum? Weil du von uns der Einzige bist, der sich das leisten könnte. Dafür ist mir mein Geld zu schade. Wenn sich die Leute doch angewöhnen könnten, deutlicher zu schreiben, lieber Heinz, im umseitigen Gebäude bin ich eine schöne Stange geldlos geworden. Ein Glück, dass es keinen, was? Armen trifft. Herzlichst, dein Oswald Lipp. Donnerwetter. Wann ist denn die Karte? Die ist genau 3,5 Jahre alt. Das ist ja ein Ding. Das ist der Rest. Ja. Alle Teile schon fertig. Mhm. Da. Was soll ich machen? Mensch, du hast mir da vielleicht was. Nein, ist klar. Natürlich halte ich dich. Oswald! Ja, ich komme. Ja, was ist denn? Hören Sie mal, ich habe nicht viel Zeit. Ja, nur ein paar Fragen. Der Chef sieht das nicht gerne, wenn ich hier blöd rumstehe und quatsche, nicht? Ich mach's kurz. Hören Sie mal, kennen Sie Heinz Glede? Glede? Nee, nie gehört. Ah. Heinz Glede war Nachtwächter in einem Kühlhaus, bis er ermordet wurde.
Na, was hat das mit mir zu tun? Er wohnt in der Eisfeldstraße 27. Na, klingelt's? Ich höre nichts. Keine Ahnung. Aha. Herr Lipp, ich habe hier eine Postkarte von Ihnen an Heinz Glede. Na, klingelt's jetzt? Sie sind hier reingekommen? Durch die Tür, Herr Heinecke. Mit diesem Schlüssel. Wieso haben Sie einen Schlüssel zu meiner Wohnung? Wieso das denn? Die haben wir bei Ihrem Stiefsohn gefunden. Na, dann schießen Sie mal los. Keine Angst, das Ding wird nicht angestellt. Bitte. Danke. Von mir aus können Sie jetzt ruhig einschalten. Ich höre Musik ganz gerne. Na, dann singen Sie mal schön. Was wollen Sie denn hören? Zum Beispiel, wie Schamait in den Sarg gekommen ist. Woher soll ich das wissen? Warum fragen Sie das ausgerechnet mich? Weil Sie die Schlüssel für die Friedhofsanlage haben. Ich habe die Schlüssel nachmachen lassen, damit ich meine Mutter besuchen kann, wenn der Alte nicht da ist. In der Aufbahrungshalle? Ich habe mir das ganze Schlüsselbund kopieren lassen. Ich konnte ja nicht wissen, welcher Schlüssel für was passt. Eins muss man entlassen, Herr Lipp, Sie sind ein flinker Junge. Oh, er hat ja einen schnellen Wagen, ne? Ja, einen teuren. Was haben Sie denn eigentlich für den bezahlt? Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Ich fahre ihn schon ein paar Jahre. Genau 3 Jahre, 6 Monate und 4 Tage. Ja, 3,5 Jahre. Was ist daran so wichtig? Der Zeitpunkt. 5 Monate vorher wurde die Bank in der Hamburger Straße überfallen. Und wissen Sie, wen man damals verdächtigt hat? Das interessiert mich nicht. Was hat das alles mit mir zu tun? Ihren Freund Glede hat man verdächtigt. Und Schamait. Ich kenne keinen Schamait. Wie oft soll ich das noch sagen? Ach, das ist merkwürdig. Dabei haben Sie doch dieselbe Stammkneipe, nicht? Die Malaga-Klause. Ich kenne auch keine Malaga-Klause. Ach, komisch. Das haben wir nämlich bei Ihnen gefunden. Verstehe ich nicht. In der Malaga-Klause bin ich nie gewesen. Ich weiß nicht, wie ich zu den Streichhäusern gekommen bin. Ein Zufall. Ja, natürlich. Und Zufall war es auch, dass Sie sich 5 Monate nach dem Überfall den teuren Schlitten gekauft haben. Teuren Schlitten, den hätten Sie mal sehen sollen, als ich ihn bekommen habe. Ja. Das war kein Unfallwagen, Herr Lipp. Das war ein funkelnagelneuer Wagen, danke. Für 35.000 Mark. Bar auf den Tisch. Ich möchte wissen, wie man zu so viel Geld kommt. So ganz einfach, man überfällt eine Bank. Ah ja, ist eine Möglichkeit. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ich habe gespart jeden Monat jahrelang. Oh, da müssen Sie gut verdient haben. Das Auto, dann Monte Carlo. Lieber Heinz, im umseitigen Gebäude bin ich eine schöne Stange Geld losgeworden. Ein Glück, dass kein Abend hat. Herzlichst dein Oswald Lipp. Das muss eine hübsche Reise gewesen sein, Herr Lipp. Oder haben Sie dabei oft an den Kassierer gedacht, den man bei dem Überfall umgelegt hat? Das ist doch verrückt. Das ist doch total verrückt. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Sie können mir das nicht einfach so anhängen. Alles bloß Vermutungen. Das müssen Sie erst mal beweisen, ja? Das können Sie nicht. Sie können das nämlich nicht, weil es nicht wahr ist. Das werden wir beweisen, Herr Lipp. 4 Mann haben die Bank überfallen. Glede, Schamait, Sie und noch jemand. Das ist nicht wahr. Wie heißt der Mann? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Wie ist sein Name? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Wer ist es? Ich weiß es doch nicht. Wer? Wer, immer nur wer? Ich weiß nicht, von wem Sie reden. Ich weiß nicht. Wir reden von dem Mann, der Schamait umgebracht hat. Sie haben doch selbst meinen Chef angerufen. An dem Abend habe ich gearbeitet. Ja, das haben Sie. Aber Sie kennen ihn. Und von Ihnen hat er den Schlüssel und den blauen Opel. Von mir hat überhaupt niemand irgendetwas. So, jetzt möchte ich bitte gehen. Sie können mich nicht festhalten, ich habe nichts verbrochen. Wir halten Sie nicht fest. Aber vielleicht werden Sie das noch bedauern. Erst Schamait, dann Glede. Sie können der Nächste sein. Ich habe nichts zu befürchten. Das ist ja alles gar nicht wahr, was Sie da sagen. Stimmt ja nicht, ich habe mit der Sache nichts zu tun.
Den Mann kenne ich auch nicht, tut mir leid. Sie sind für ihn Unsicherheitsfaktor und wenn erst bekannt wird, dass Sie kurz davor sind zu singen... Was reden Sie denn da für einen Quatsch? Das stimmt doch gar nicht, ist doch gar nicht wahr. Wahr ist, was die Leute glauben. Auf dem Kiez gibt's schnell Gerüchte. Also, alles Gute, passen Sie gut auf sich auf. An Ihrer Stelle würde ich abends immer unter das Bett sehen. Herr Lipp, und wenn Ihr Freund Sie zufrieden lässt, sind wir immer noch da. Was Sie auch machen, wir sind ab heute dabei. Wir lassen Sie nicht aus den Augen, keinen Schritt. Wohin Sie auch gehen, Sie treffen uns. Mensch, Arnold, du warst einsame Spitze, mir kommen die Tränen. Ja, na, Hauptsache er ist drauf eingestiegen. Ich glaube, der hatte ganz schöne Manschetten. Ja, konnte man noch sehen. Aber auch nur zu warten. Irgendwas muss er jetzt machen. Ich möchte Bär haben. Diekmann. Ja? Er kommt gerade raus, wir bleiben dran. Das Amtszeichen war zu hören. Er hatte schon aufgelegt. Ich fragte Sie sofort darauf. Kurt? Ja? Hör dir das mal an hier. Das ist ein Ausschnitt aus Eberhards Protokoll. Die Vernehmung in der Bar. Die Heidmann wurde jetzt sichtlich nervös. Und ich fragte sie nochmals nach dem Anrufer. Darauf schrie sie, ich weiß nicht, wer am Telefon war. Als ich den Hörer aufnahm, war keiner mehr dran. Nur das Amtszeichen war zu hören. Das kenne ich doch schon. Da fällt dir nichts auf. Nein. Na, heb ab. Mach schon. Aber du hast doch aufgelegt. Ja, eben. Was hörst du jetzt? Nichts, die Leitung ist tot. Und jetzt? Das Amtszeichen. Und was hat die Heidmann gesagt? Nur das Amtszeichen war zu hören. Mann, jetzt geht mir ein Licht auf. Siehst du, der Anruf war gar nicht für Sie. Es war eine Ablenkung, weil er wusste, dass wir ermitteln. Ich bestelle einen Wagen. Ich komme mit. Nein, fahr du zu Lipp, vielleicht taucht er da auf. Und? Fehlanzeige. Zu Hause waren. Ich habe ein paar Leute da gelassen. Nee, bis oben. Du? Was willst du denn hier? Ich will wissen, ob du gequatscht hast. Kein Wort, sonst hätten die mich doch gar nicht laufen lassen. Was wollten die von dir? Wissen, wie Scharmann in den Sarg gekommen ist. Die hatten den Schlüssel hier bei mir gefunden. Du Idiot! Warum hast du ihn nicht weggeworfen, wie ich dir gesagt habe? Woher soll ich denn wissen? Ich hab Wieso doch... nicht? Wer hat den Schlüssel für die Halle? Das ist doch das Erste, was sie feststellen.
Ich hab ja dicht gehalten, ne? Verdammt nochmal, ich habe gedacht, er ist bei Lipp. Er kann ja noch kommen. Vielleicht ist er schon bei ihm. Die beiden haben doch niemand ins Haus gehen sehen. Vielleicht war er schon vorher drin, hat auf Lipp gewartet. Mensch. Wo willst du hin? Weg. Au! Du bist zu blöde. Sie können dir nichts beweisen. Gar nichts. Aber wenn du jetzt türmst, ist das so gut wie ein Geständnis. Wenn du den Scheiß mit Scham halt nicht gemacht hättest. Kein Mensch hätte an die alte Geschichte von damals gedacht. Was soll ich denn machen? Mir einen Dolch in den Bauch rammen lassen? Warum hast du ihm seinen Anteil nicht ausgezahlt? Verdammt nochmal, das wollte ich ja. Aber nicht auf einmal. Da wäre das Lokal draufgegangen. Es war sein Geld. Er war im Recht. Ein Scheißdreck war er. Er wollte die Hälfte vom Lokal. Und als ich Nein gesagt habe, ist er auf mich losgegangen. Mit dem Dolch. Wie ein Verrückter. Und dann ist es einfach so passiert, ne? Ja, dann ist es passiert. Erst Scharmeit, dann Glede. Glede wollte mich erpressen, das Schwein. Erst hat er seinen Anteil durchgebracht. Und dann wollte er auch noch den von Scharmeit. Und dann hast du ihn kalt gemacht. Hör auf, Lipp. Du hast mitgemacht. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Nicht mit Scharmeit, nicht mit Glede, überhaupt nicht. So? Und von wem habe ich dann den Schlüssel für den Friedhof? Das ist was anderes. Ich habe ein bombensicheres Alibi, ja? Ich gebe dir einen guten Rat, Lipp. Halt dein Maul. Bei mir und insbesondere bei den Bullen. Werde ich schon. Ich hau nämlich ab. Gar nichts tust du. Du bleibst. Weg von der Tür! Bist du verrückt? Was soll denn das? Bleib draußen! Wenn er reinkommt, schieß ich! Haut ab von der Tür! Was soll denn der Quatsch? Hör doch auf, weg! Das ist doch Wahnsinn! Gleich bist du dran. Mensch, hier kommst du doch nie raus. Schreck schnell, das Ding hat doch keinen Sinn. Hör doch auf, Rick, das hat doch alles überhaupt keinen Zweck. Was Maul! Komm los, wir ergeben uns. Lass ruhig sein. Was soll denn das Ganze? Wir kommen hier nicht raus. Du sollst die Schnauze halten, dass du nicht hörst. Das ist doch immer schlimmer nur. Was soll bei mir noch schlimmer werden? Mensch, ich hau nicht ab. Ja, 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 ja. Ich hab die Schnauze voll, kann ich dir sagen. Natürlich, aber besser ist besser. Ja, sehr richtig. Besser ist besser. Der Hund ist tot, aber wir binden ihn trotzdem an. Altdeutsche Bauernregel.